Ja, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da. Wir sind immer noch in Uganta unterwegs. Und ja, sind gerade dabei, Amaz zu retten nach dieser gestrigen, doch relativ einseitig verlaufenden Schlacht. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt mal schnell in die Stadt gehen und mir da mal ein paar neue Soldaten besorgen. Beziehungsweise könnte man ja eigentlich auch mal hoch aufs Schloss fahren. Der Krieg sollte ja jetzt vorbei sein, dann könnte man mir ja da ein paar richtige Soldaten überlassen. Das fände ich ganz schön. Ja. Mal schauen, ob das jetzt geht überhaupt. Ja, das geht. Gut, müssen wir mal schauen, ob die mir überhaupt dann auch ein paar Soldaten geben. Na, oh. Mal gucken, mal gucken. Da war es wieder meine Orientierungsschwäche. So, wir haben 18 Autorität. Da könnt ihr hier die beiden Kollegen mal raushauen. Weil wir haben in der Schlacht halt schon gesehen, der Damage geht jetzt langsam zur Neige. Er reicht jetzt nicht mehr. Mal schauen, ob wir jetzt hier so eine nette Tante anwerben können. Immer noch. Die Stadt ist immer noch in Gefahr. Wir haben 98 Autorität. Das ist nicht besonders reichlich, ehrlich gesagt. Dafür kriege ich gar nichts. Ja gut, dann werde ich jetzt das einfach mal so machen. Ist okay. Wir haben ja jetzt hier so erstmal mal raus aus der Stadt. Ich denke, das passt schon so weit. Wir müssen deshalb, oder kannst du mir noch hier ein paar verkaufen? Ja, Baracke betreten. Ja, dann nehmen wir halt. Ach so. Ah, Moment, Ringlein wieder ran. Damit ich mir noch eine Amazone mitnehmen kann. Besser eine Amazone als keine Amazone. Naja, gut. Und jetzt habe ich ja der guten Diana versprochen, dass ich hier die Schlacht noch zu Ende durchziehe. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Gegner finden. Auf jeden Fall müssen wir dann mal da hoch. Aber da scheine ich jetzt so gar nicht hochzukommen. Wo geht's denn da hoch? Da muss ich bestimmt hier am Ufer lang. Ah, hier, das sind ja Truppen von uns. Das sind ja die guten. Okay. Ah, da geht's lang. Hier sind quasi noch ein paar Schlachten im Lager zu schlagen. Na, das machen wir doch. Wir gucken mal, ob wir da was geregelt kriegen. Wir sind ja grundsätzlich eindeutig in dem besten Team aller Zeiten unterwegs hier. Bäm. Jawohl, eine Amazone ist wie ein neues Leben. Ja, da war wieder das Problem. Deswegen wollte ich die eigentlich nicht. Die haben ein Reichweitenproblem. Die guten Amazonen kommen nicht ran. Und ich finde, Fernkämpfer müssen rankommen. Sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass sie Fernkämpfer sind. Logisch, oder? Ah, ich sag mal immer kluge Sachen. Hau ihn um. Jawohl. Ihr schnappt euch auch nochmal zwei Zwerge. Dürfen echt rauchen am Arbeitsplatz. Ich bin zutiefst entsetzt. So. Jawohl. So, meine Bogenschützen bearbeiten den Rest. Das läuft und der Rest geht jetzt noch mit einem schönen Dreifachfeuerball in die ewigen Jagdgründe ein. So. Ja, die Gefechte werden langsam echt einseitig, aber ich persönlich möchte mich darüber jetzt nicht beschweren. Kreuzritter, ach, das ist doch easy peasy. Das sind irgendwie die gleichen Trupps, die wir schon mal bekämpft haben, habe ich den Eindruck. Also die hatten wir ja in der Schlacht um Amaz schon mal hier, die ganzen Kollegen. So. Ja, du kannst gar nichts. Also die können wir dann auch direkt wieder wegschmeißen. Das ist albern.
Das bringt nichts, macht keine Meter. Jawohl, weggehauen die Kollegen. So. Stecht sie nieder. Die sehen auf jeden Fall geil aus. Da kann man nichts sagen. Die sehen durchaus unterhaltsam aus. Sind aber eben auch bloß halb so groß. So, die drei lasse ich mal für meine Feuerbälle. So. Auf das Zauberbuch. Und bye bye, Krokodil. So, sehr gut. Und da gab es wieder einen Anstieg. Ja, ich steige jetzt einfach so von einem bisschen was. Hier stehen doch Kisten rum. Ist da eine Kiste für mich dabei? Nee. Schade, schade. Aber in dem Lager stand schon eine Kiste, die habe ich vorhin schon gesehen. So, jetzt. Ja, das ist. Es ist tatsächlich schon so. Das sind die gleichen Trupps, die wir schon mal hatten. Ja. Die hätte ich mir auch tatsächlich echt sparen können. Sehr ärgerlich. Macht sie nieder! Jawoll! Ui, schlagen zurück. Die schlagen zurück. Und zwar nicht gerade wenig. Da müssen wir noch ein paar wegräumen von. Ich mag jetzt keine Leute einbüßen, das fände ich nicht so schön. 254 von zwei Leuten. Also die im Team zu haben, wäre jetzt nicht die schlechteste Geschichte. Das ist ein Dreier-Trupp. Dann mache ich mal so hier. Du räumst mal hier die beiden Kollegen weg. Genau. Und dann haben wir ja hier noch einen Dreierfeuerball für euch. Und jetzt wird es passieren, der Gegner kommt mal an den Zug. Ja, und macht nichts draus. Kommt auch nicht mehr ran. Kommt nicht ran. Dann machen wir das halt im Nahkampf. Ab geht's. Haut sie nieder. Und der General Bergfrühling macht dem Ganzen ein Ende. Sehr gut. Jo, das sieht soweit nicht schlecht aus. Ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich diese Amazone geholt habe. Aber na gut. Ist dann so. Jarl. Ui, das ist eine etwas größere Armee. Was aber leider auch nichts ändern daran wird, dass sie jetzt alle sterben werden. Bäm. So, jetzt kommen wir hier sogar ran. Das reicht dann nicht mehr, um so einen Jarl umzuhauen. Ja gut. Naja, ich glaube, ich räume erstmal die Jarls weg hier. Die anderen, die machen, glaube ich, nicht so viel Damage, dass wir uns darüber Sorgen machen müssten. Metzelt sie! Das ist 3. 3 ist gut. 3 heißt nämlich, das macht dann der Chef persönlich. Dafür haben wir ja einen Feuerball. So, bye bye. Noch weg hier. Oh, nein! Ihr könnt doch nicht den Chef hauen. Jetzt. Ja, gut. Sind wir mal ehrlich, ich werde mich jetzt darüber nicht beschweren. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es gar nicht schlecht. Dann bin ich die gleich los und kann dann mal mich nach richtigen Mitstreitern umsehen. Also das war nix. Und da schießen wir einen um.
Naja, eingebüßt eine Amazone. So, Jubel bricht aus. Der König von Uganda kommt. Oder sowas. So, jetzt schauen wir uns mal hier um. Hier gibt es bestimmt ein paar Sachen zu plündern. Das wäre ja sonst kein schönes Lager. Wir müssen mal gucken. Hä? Was war denn das? Das ist ja weggehüpft. Ich wollte doch mal in das Zelt reinschauen. Oh, genau darauf wollte ich doch hinaus. Hier, liebe Soldaten, Geld für alle. Und Autorität für mich, da steht noch eine Kiste. Also das Lager hier, das lohnt sich. Jetzt können wir tatsächlich nochmal richtig einen Autoritätspush machen. Da ist noch eine Kiste, jawohl. Also da können wir dann wirklich die Armee direkt mal umbauen. Also was heißt umbauen? Einfach nochmal ein Stück weit ver- und bessern. Hier scheint sonst niemand mehr unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz, ich drehe lieber nochmal eine Runde, dass ich hier keine Truhe übersehe. Das wäre schade. Ich glaube, dass... Oh, da oben. Hier steht noch eine Armee. Die müssen wir aber auch noch angreifen. Unbedingt. Das ist die gleiche, die wir gerade hatten. Es ist jetzt nicht unbedingt so eine kreative Höchstleistung hier, wenn ich das so sehe. So. Ja, dann machen wir jetzt mal die Haus weg. Diesmal machen wir es dann wirklich komplett, damit es nie wieder irgendwelche Unfälle gibt. Macht sie nieder. Das finde ich immer am schönsten. Wenn das dann so wegsplattert und ganze Einheiten ausgelöscht werden. Ja komm. 139. So ein Jarl ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Bam. Die buffen sich ein. Scheinen denen aber nie wirklich viel zu bringen. Macht sie nieder! Tja. Also wir halten fest, meine Armee ist schon sehr ausgereift und irgendwie sehr, sehr erfolgreich. So können wir durchaus König werden. Und da gab es nochmal einen Stufenanstieg. Jetzt schon langsam weiß ich gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Aber na gut, werde mich nicht beschweren. So, jetzt sind wir hier uns hochgekämpft. Da gucken wir mal, ob es hier oben noch was gibt, wenn wir schon mal da sind. Sieht so aus, als wäre das einer. Ja, eine der härtesten Schlachten, die ich je miterlebt habe. Ja, wohin als nächstes? Ich habe geschäftlich in Windrose zu tun. Der Pilgerstadt? Ja. Dort muss ich auch hin. Hä? Wieso? Wozu? Ich möchte nach Hause zurück nach Eirait. Aber niemand in Ogantar weiß den Weg dorthin. Ein zuverlässiger Mann meinte, ich solle in die Bürgerstadt gehen. Dort weiß man vielleicht den Weg. Sagt, sollen wir gemeinsam gehen. Mit euch? Warum nicht? Ist ja der gleiche Weg. Gut, wisst ihr, wie man am schnellsten dorthin kommt? Ja, Raphael hat es mir erklärt. Ist das der Magier, der die Sperre geschaffen hat? Das ist der. Wir haben uns bei Diana getroffen. Was ist der für ein Typ? Ein guter Mann, ein bisschen schwächlich, aber wenn es um die Magie geht, nimmt er es mit uns beiden auf. Er sagte mir, es gibt mehrere Wege nach Windrose. Der erste führt übers Meer, aber da alle Werften in Ogantar geschlossen sind, scheidet diese Möglichkeit aus. Geschlossen? Warum? Woher soll ich das wissen? Sie sind halt geschlossen. Welcher anderen Weg gibt es? Ein anderer Weg wäre der durch das Portal, das uns direkt nach Windrose bringt. Das Portal ist halb zerstört, sodass ihr nur in eine Richtung reisen könnt. Wo ist es? Seht ihr den Leuchtturm dort in der Nähe? Worauf warten wir dann noch? Verabschiedet euch von Diana, dann ziehen wir los. Wo ist sie eigentlich? Ich weiß nicht. My Lord? Hey, wo ist eure Fürstin? Mein Lord, Fürstin Diana wurde in der Schlacht getötet. Die hat doch gar nicht gekämpft. Ich war das doch. Das tut mir leid. Sie sah, wie ihr gekämpft habt und wir ebenso. Vor ihrem Tod sagte sie, jetzt hat Ogantar einen König. Wir bitten euch hiermit, unser Fürst zu werden. Ihr müsst antworten. Es ist mir eine große Ehre. Das Schloss steht jetzt unter eurem Befehl, mein Lord. Werdet ihr nun im Schloss bleiben? Nein, lasst uns nach Windrose aufbrechen.
Okay, wir sind jetzt der König der Amazonen. Das ist ja spannend, dass die da einen Kerl für nehmen. Naja, eigentlich sollte ich jetzt nicht mehr weiterreisen, sondern mich hier häuslich einrichten. Wenn man schon so ein ganzes Rudel Amazonen. Naja, ich will jetzt mal nicht weiterreden. Ah, noch eine Kiste. So. Aber noch so ein Rudel Amazonen, das wäre doch nicht so schlecht. Na gut, egal. Ja, so sieht das aus. Die Karte sagt, wir haben dieses ganze Land erobert. Und wir müssen jetzt hier runter. Hier ist ja geschlossen. Also wir haben Ogantar fast komplett. Aber ich würde jetzt natürlich trotzdem nochmal die Umstellung in der Armee durchführen. Ich muss mir jetzt hier nochmal den Ringlein ranpappen. Dann haben wir 474. Und wenn wir jetzt noch ein paar Soldaten entlassen. Ja, jetzt sollten die mir auch richtige Fernkämpfer zur Verfügung stellen können. Nicht solchen Amazonen-Schwächlingskram, sondern so richtiges Zeug. Da mal schauen. Was ist das denn für eine Armee? Guck mal, eine Armee mit Bärchen und Ninjas. Ninja-Bärchen. Coole Sache. Und Wölfe. Wölfe. Das finde ich gut. So. La 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 la. Jetzt ist die Fürstin Diana kaputt. Das ist nicht schön. Ja gut, wir machen trotzdem jetzt erstmal zu Diana Schloss. Der Schmied hat ja auch gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, kann er uns eine Rüstung verkaufen und so. Das haben die alle gesagt. Das muss auch anstrengend sein, die ganze Zeit so zu stehen, oder? Naja, gut. Jeder, wie er das so mag, ne? Also, das kann ja jeder mit sich ausmachen. So, jetzt fahren wir mal zum Schloss. Und schauen mal, ob wir hier noch irgendwas Tolles für uns rausschlagen können. Ich habe, glaube ich, auch noch gar nicht geguckt, was der Händler im Angebot hat. Das müsste man noch mal testen. Hallo. Zeig mir Ring Unverwundbarkeit, Ring des Fernschadens. Ich hätte euch diesen Ring angeboten. Erhöht den Fernschaden seines Trägers, sofern dieser ein Schütze ist. Okay, ich bin ja kein Schütze. Alles klar. Ich dachte ja, das könnte für alle Einheiten gelten. Dann wäre das ja grandios. So, jetzt gehen wir mal da hinten hin. Zu meinem Freund, dem Schmied, der gesagt hat: Rüstung, wenn der Krieg vorbei ist. So, komm. Was wünscht ihr? Habt ihr eine Rüstung zu verkaufen? Für euch schon, gnädiger Herr. Meine beste Arbeit. Wie viel wird sie kosten? Wovon redet ihr Kosten? Wärt ihr nicht, so würde dieses Schloss wahrscheinlich gar nicht mehr hier stehen. Nehmt dies als Geschenk von mir an und beleidigt mich nicht mit einer Ablehnung. Gut, danke. Gnädiger Herr? König sein ist cool. So, jetzt haben wir hier eine Hauptmannsuniform. Das ist schön. Die bringt vor allem Autorität. Also jetzt haben wir hier 488 Autorität. Das ist sehr anständig. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Folien das hier zu kaufen gibt. Und was die denn überhaupt so können. Und dann werden wir uns mal überlegen. 8 Stück. 8. 8. Tatsächlich. Ich kann nur 6 anwerben. Das ist ja blöd. Ja, was, die machen 400 Schaden im Fernkampf. Haben eine Fernreichweite. Das ist schon. Ich werde jetzt mal hier nochmal 4 abstoßen. Komm. Eine. So. Ich mach mal hier nochmal. So. Ach, weißt du was? Dann kann ich hier den Kollegen auch komplett abgeben und auf Furien umstellen. Uiuiui, also ich muss ehrlich sagen, wenn die jetzt wirklich tatsächlich in meiner Armee wären, ich würde nie mehr weiterreisen. Ist ja albern. Boah, geil. Sag mal. Ach nee, ich wollte schon sagen, ich habe jetzt einen Bierkrug an der Uniform, aber es scheint irgend so ein Depeschenbehälter zu sein. Schade, schade. Ja. Gut, die Armee steht. Wir können jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel tun. Ich habe noch Autorität übrig. 140. Ja, gut, egal.
Wir haben noch Autorität übrig und haben mir diese Lande befreit und befriedet. Das heißt, ich werde jetzt mal speichern. Und sage an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zugucken, fürs Dasein. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefällt, hier mit mir durch Ugandar zu reisen. Und ja, bis zum nächsten Mal, der Ära.